Ja, und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zu einem ganz neuen Projekt auf meinem Kanal. Und zwar spielen wir zusammen Lego Harry Potter die Jahre 1 bis 4 und logischerweise danach direkt die Teile 5 bis 7. Und ich glaube, ich muss mich kurz halten, weil sonst geht gleich das nächste Intro los. Deswegen drücke ich jetzt einfach mal auf eine Taste und wir schauen uns das Intro an und sehen uns dann, beziehungsweise hören uns dann gleich wieder. Bis gleich! Achso. Ah, okay. Dann muss ich jetzt erstmal wohl ein neues Spiel einstellen. Also, wir klicken auf neues Spiel natürlich. Ich habe hier schon einige Spielstände und habe da nur ein bisschen rumprobiert. Einfach nur, damit ich die Steuerung ein bisschen im Griff habe. Würde ich sagen, nehmen wir einfach Spielstand 4. Ist zwar völlig zugemüllt, aber mein Gott, machen wir das. So, Speichern bestätigen, ja. Und damit wird es jetzt wahrscheinlich auch beginnen. Speichern erfolgreich. Sieht gut aus. Okay, los geht's. Ja, ich würde mal sagen, das war ein Intro in Kurzform. Also, wir haben jetzt quasi den ersten Teil in, ja, knapp 3-4 Minuten durchgesuchtet. Nice auf jeden Fall. Und wir befinden uns jetzt hier im tropfenden Kessel. Eieiei. Ich freue mich persönlich ganz besonders auf dieses Let's Play, Leute. Ich habe das Spiel ja schon länger auf dem Computer, muss ich dazu sagen. Bin aber mit der Steuerung nicht ganz so klar gekommen, wenn ich ehrlich bin. Ich will mich da nicht rausreden. Ich weiß, ist vielleicht ein bisschen blöd, dass ich da, ne, ein paar Probleme hatte. Aber okay, ich habe es auch eine lange Zeit nicht mehr probiert, war einfach ein bisschen frustriert. Muss aber auch dazu sagen, ich hatte die ganze Zeit zwei Spieler eingestellt und ich dachte, man muss als einzelner Spieler beide Charaktere gleichzeitig steuern. Leute, bitte rauft nicht, doch ihr könnt ruhig die Hände über den Kopf zusammenraufen, das ist wahrscheinlich die richtige Reaktion darauf. Aber jetzt habe ich rausbekommen, dass man doch nur mit einem Charakter spielen muss und den anderen kann man über F2 freischalten. So. Wie kann man eigentlich so dumm sein? Wie? Und dann kann man hier natürlich tauschen. So, das ist, ja gut, das ist logisch. So, mit Hagrid kann man aktuell noch zaubern. Geht natürlich mit Harry noch nicht, weil der Gute noch nicht seinen Zauberstab hat. Deswegen müssen wir immer switchen, wenn wir jetzt irgendwie irgendwas verzaubern möchten. Und mit Harry kann man, ja, winken, wie man hier so schön sieht. Also, das ist schon mal toll. Und er kann Purzelbäume. Also, wir können quasi durch den ganzen tropfenden Kessel Purzelbäume machen. Da fragen sich die Leute bestimmt nicht, was mit dem falsch läuft. Das ist wahrscheinlich ganz normal, dass irgend so eine Berühmtheit in den tropfenden Kessel kommt und dann erstmal Purzelbäume durch den Laden macht.
und erstmal die Inneneinrichtung demoliert. Kurze Frage direkt am Anfang, Leute. Zum Anfang dieses Let's Plays, soll ich alle Münzen einsammeln oder soll ich mich nicht so sehr darauf fokussieren? Ich persönlich bin der Meinung, dass ich schon gerne einen Fokus darauf legen möchte. Allerdings, ja, ich werde es nicht übertreiben. Also wenn ich da mal hin und wieder so Münzen sehe, dann sammle ich die natürlich ein. Aber ich möchte auch nicht irgendwie so viel Zeit dafür verschwenden, weil, naja, ich will halt, dass wir auch in der Story weiterkommen und ich will hier keine Zeit irgendwie schinden und ne. Deswegen frage ich euch direkt am Anfang, wie viel soll ich, wie viel Wert soll ich darauf legen, alle Münzen zu sammeln? Wäre auf jeden Fall mal interessant. Aber was ich auf jeden Fall schaffen möchte, ist mindestens die 100% in Münzen erreichen. Pro Level, meine ich. Also ich habe damals Lego Star Wars gespielt und da habe ich halt immer versucht, die 100%, also oben diese Leiste voll zu kriegen. Und es ist mir eigentlich auch immer ganz gut gelungen. Und ja, deswegen würde ich das hier gerne auch probieren. Und deswegen gucken wir jetzt gerade mal hier im Pub, ob wir schon irgendwas oder was wir alles mitnehmen können. Und natürlich will ich mich hier auch ein bisschen mit der Steuerung vertraut machen. So, wir können hier irgendwas mit dem Tisch machen. Aber, alles klar, okay. Oh, wir können sogar... die fliegt dann einfach, ist ja cool. Hier, komm, bleib mal in der Luft hier. Oh, wir können sie sogar steuern so ein bisschen, glaube ich. So ein bisschen hin und her bewegen. Zwar nicht doll, aber ein bisschen. Ich meine, Hagrid ist ja auch kein unglaublich mächtiger Zauberer. Der wird wahrscheinlich gerade mal, schon genug damit zu tun haben, die überhaupt in der Luft zu halten. Okay, hier können wir... Oh, das ist ja auch schön. Das sind halt diese kleinen Gimmicks. Das ist auch das Coole an Lego Harry Potter oder generell an den Lego-Spielen. Die nehmen sich ja hin und wieder sehr gerne selbst auf den Arm. Das hat man jetzt auch in diesem Intro gesehen. Die haben natürlich sehr, sehr viele Insider von Harry Potter mit eingebaut, aber haben das so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Ich finde das cool. Also ich finde das generell, also ich finde die Lego-Spiele super. Nur halt die Steuerung war bisher das große Problem, warum ich da bisher, naja, noch nicht so mega viel Lust hatte. Aber das werden wir jetzt einmal nachholen und... Oh, was haben wir denn hier geschafft? Okay, wir haben so ein Bild zusammengesetzt. Ich weiß zwar nicht, was das so bringt und ja, ob das sinnvoll ist, das jetzt mal zu machen, aber ich will ja diese ersten paar Minuten hier im tropfenden Kessel ausnutzen, weil wenn wir jetzt weitergehen, ich denke mal, als nächstes kommen wir dann in die Winkelgasse, logischerweise. Ah, guckt mal an, Leute, was haben wir denn da oben? Wie komme ich da jetzt ran? Okay. Das ist jetzt die Frage. Harry, kann ich dich irgendwie hochheben, dass du da irgendwie hinfliegst oder so? Keine Ahnung, Leute. Ich habe echt keine Ahnung. Harry, kann man hier springen? Wartet mal, ich guck mal gerade nach, Leute. Dafür sind die ersten Minuten da. Ich stelle mich wahrscheinlich ziemlich blöd an, aber das muss ich jetzt einfach mal gerade rausfinden. Upsala, leiser wollte ich es eigentlich nicht machen. So, Controller-Einstellungen. Springen. Springen, springen, springen. Haben wir auf U. Alles klar, okay. Auf U. Auf U, okay. Ah. Naja. Wirklich hoch genug springt er jetzt nicht. Ey, Harry, kannst du mal ein bisschen höher springen, bitte? Oder muss man vielleicht irgendwas übereinander stapeln? Das kann natürlich sein. Wartet mal. So, geht mal bitte hier alle aus dem Weg. Hagrid ist hier am Start. Der ist zwar nicht berühmt, aber riesengroß. Ach komm, Zauberer hier. Geht mal aus dem Weg. Ich will euch nicht... Mein Gott, geh auch aus dem Weg. Alle aus dem Weg hier. Weg hier. Weg hier, habe ich gesagt. Da, hier kann man doch irgendwas mit diesem Stuhl machen. Ja. Haha. Ah ne, das hatten wir schon. Ich dachte, man kann die übereinander stapeln. Ah! Guck mal an, Harry. So, und dann U. Yeah! Boah, nice, Leute. Guckt mal an. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir das direkt am Anfang hinkriegen. Ich habe ja gesagt, ich habe am Anfang hier schon was, ein bisschen was ausprobiert, aber das habe ich nicht ausprobiert. Oder nicht rausgefunden zumindest. Vielleicht können wir ja wenigstens in diesem Raum hier eben 100% schaffen. Dass wir alles einmal gelootet haben. Ich verspreche euch, Leute, wir werden das jetzt nicht im ganzen Let's Play nonstop weitermachen. Also ich werde jetzt nicht jeden Ort komplett weglooten und alles da erreichen oder so. Darauf habe ich auch keinen Bock. Aber ich nutze das hier einfach mal, um mich einzufinden in das Spiel. Und um euch zu zeigen, was man hier alles so machen kann. Wobei, viele kennen wahrscheinlich das Spiel. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, kennt ihr Lego Harry Potter oder habt ihr das persönlich selber mal gespielt? Ich weiß zwar von einigen, dass sie es gespielt haben, aber wäre natürlich nochmal interessant, da irgendwie... die allgemeine Meinung zu hören, ob ihr das Spiel schon mal gespielt habt, ob ihr das cool findet und ob man sich da überhaupt ein Let's Play von geben kann, ob das interessant genug ist. Und was ist das hier? Lol. Geil. Ich habe zwar keine Ahnung, was das darstellen soll und habe das auch noch nie in dem Film gesehen.
Aber okay. Ja, Harry, sollst den Stuhl nicht anwinken. Du sollst da eigentlich nochmal drauf gehen. Wie geht denn das? Ah, okay. Das ist ja geil. Das Ding würde ich gerne mitnehmen. Also das ist praktisch. Aber der steigt da, glaube ich, nach einer gewissen Zeit. Ja, der steigt da einfach ab. Das ist natürlich blöd. So, dann Hagrid. Genau. Hier muss man, glaube ich, hoch. Da oben ist nämlich so ein Button. Nein, nicht den Zauberer hochheben. Du sollst das hier hochheben. Genau. Super gemacht, Hagrid. Bin stolz auf dich. So, dann einmal hier hoch. Und dann haben wir oben diesen Button, wo dieser schöne blaue Pfeil uns sagt, dass wir anscheinend irgendwas mit dem machen müssen. Ich schmeiße mal auf Hagrids Kopf. Hagrid, da kommt was. Hui. Oh, ich glaube, ich habe den kaputtgeschlagen. Hagrid, lebst du noch? Ja, wunderbar. So, dann einmal an die Tür damit. So. Und das weiß ich auch noch. Man muss jetzt hier nämlich mit Hagrid... Nein, mit Hagrid. Nein, nicht Harry verzaubern hier. Du sollst die Tür öffnen, Kollege Bratwurst. Super. So, haben wir hier drin irgendwas vergessen? Ich glaube ja nicht. Wir haben ja eigentlich wirklich alles hier ausprobiert. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier durch. Und dann sind wir jetzt im Hinterhof des tropfenden Kessels. Ja, und hier müssen wir natürlich durch diese Wand kommen. Und ich glaube, man kann dahinter schon erkennen, dort befindet sich die Winkelgasse, was eigentlich klar ist, denke ich, für jeden Einzelnen hier. Naja, wir gucken erstmal. Hier können wir auch noch ein bisschen was kaputt machen. Ich denke, man kann generell in diesen Lego-Spielen ziemlich viel kaputt machen. Und überall so Münzen sammeln. Also die Möglichkeiten sind ja quasi grenzenlos. Ist die Frage, was man da natürlich alles macht und wie ausführlich man das macht. Aber okay, wir schauen einfach mal. Und das Spiel wird ja auch relativ ruhig von mir abgehandelt. Also ich werde da jetzt hier keine Hektik oder so machen. Wir werden das Ganze in Ruhe spielen. Und so wie ich das weiß, kann das auch ein sehr langes Let's Play werden. Sollen wir hier winken? Ach lol, cool. Oh, da haben wir einfach hier gewunken und dann gibt ihr uns... Oh, dankeschön. Dankeschön, du Hexe da drin. Weiß noch nicht, wer du bist, aber okay. So. Oh, wer ist das denn? Bist du Ginny? Du hast auch rote Haare. Nur die Weasleys haben rote Haare. Alle anderen Menschen haben andere Farben. Hallo, bleib mal stehen. Also hier schätzt immer noch keiner meinen berühmten Namen. Aber keine Sorge, Leute. Das ist ja noch mein erstes Jahr hier. Ich habe noch genug Zeit, um den Leuten zu zeigen, dass ich Harry Potter bin und dass ich berühmt bin. Die werden es noch rausfinden, Leute. Die werden es noch rausfinden. Spätestens, wenn ich in Hogwarts bin und da mal wieder meine Schose durchziehe. Das wird auf jeden Fall ziemlich cool. Und ich freue mich sehr auf dieses Let's Play. Und ich hoffe auch sehr, dass viele von euch sich freuen. Das wird richtig cool. Wenn ich das jetzt hier mit der Steuerung auch einigermaßen hinbekomme, wo ich schon... Also, bis jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Ich musste mich erstmal daran gewöhnen, dass man nicht mit der Maus in diesem Spiel spielt. Also man spielt ja hier wirklich nur mit der Tastatur und Hagrid... Alles klar? Hagrid, alles gut bei dir? Da fragt sich auch keiner, was mit dem falsch läuft, ne? Da laufen einfach alle vorbei, schauen nicht einmal drauf. Ja, okay, der scheint sich irgendwas zu fragen. Der scheint nervös zu sein. Aber nee, doch nicht. Hm. Da ist Quirrell. Ey, lol, Quirrell, was machst du denn hier? Hallo? Bleib mal stehen, ich will dir Harry Potter vorstellen. Hallo? Hey, ich bin Harry Potter, ich bin berühmt. Quirrell. Ich will dich anfassen. Lass mich dich anfassen. Ich will dein Gesicht berühren. Hm, oh. Oh, er schämt sich. Ach, der Arme. Es tut mir leid, Quirrell. Ich hätte dir nicht so auf die Pelle rücken sollen. So, dann gucken wir nochmal. Hier können wir noch irgendwas verzaubern. Gott weiß was. Ah. Okay. Mal gucken, was daraus jetzt wird. Alles klar. Das sieht aus wie ein Räumungsdroide. Sind wir hier in Lego Star Wars oder in Lego Harry Potter? Naja, ist ja cool. Ja, und hier ist immer noch dieser Kessel, dieses Hass hier. Ich weiß zwar nicht, was das bringen soll und ob das sinnvoll ist, aber okay. So, dann gehen wir mal wieder... Hier, ich will Harry sein. Ich will berühmt sein. Ich will einen anerkannten Namen haben. Das kann ich nur, wenn ich Harry Potter spiele. Hier können wir wieder Sachen kaputt machen. Also ich bin mir wirklich nicht so sicher, ob wirklich viele Leute wollen, dass ich hier alle Münzen einsammle. Ich bezweifle es ein bisschen. Aber ich habe immer so ein Sammelfieber. Es tut mir sehr leid, Leute. Obwohl ich muss auch hin und wieder, genau, Hagrid spielen, weil solche Sachen kann ich nicht mit Harry machen. Das ist... Entgeht mir das vielleicht noch. Was wird denn das? Ein Tisch? Ist das ein Tisch oder was soll das sein? LOL! Als ob ich hier sterben kann! Hey, geh weg. Hey, gib mir meine Münzen wieder. Das ist ja krass. Als ob ich hier in der Winkelgasse schon sterben kann.
Ich dachte, das ist jetzt hier so voll easy peasy, lemon squeezy, läufst du hier einfach mal so ein bisschen durch und dann kommen da die Dinger raus, was auch immer das sein soll. Was ist denn mit den ganzen Schülern, die hier langlaufen? Wissen die einfach Bescheid, dass hier irgend so ein Monster auf die wartet? Ist das da Malfoy? Ey, ja klar, der wird nicht angegriffen. Betrug. Der wird natürlich nicht angegriffen. So, Malfoy. Da fliegst du erstmal eine Runde. Malfoy, bleib stehen. Bist du Malfoy? Rede. Ich hab gesagt, rede, Malfoy. Hallo, bist du Malfoy? Ich bin Harry Potter, ich bin berühmt, wollen wir Freunde sein? Ja, der guckt schon so grimmig, der ist hundertprozentig Harry Potter. Harry Potter, Draco Malfoy natürlich. Ach du Heilige. Oh, hier müssen wir wohl einen Zaubertrank machen und die Spinne habe ich gerade ganz zufällig gefunden. Schmeißen wir mal rein. So, jetzt brauchen wir noch ein Eis am Stiel und eine gelbe Blume. Hm, da ist die gelbe Blume. Das ist ja noch relativ einfach hier. So, rein mit dir. So, da brudelt das Ding und hier scheint der Typ anscheinend Eis zu verkaufen. Aber das geht wohl nur mit Hagrid. Genau. So, Hagrid, dann, nee, Harry soll das machen. Harry braucht ein Erfolgserlebnis. So, Harry, dann tu mal rein. Ich will das da rein tun, Hagrid. Ui. Allahu Akbar. Oh Gott. Da hat Harry einfach mal eine Bombe gezündet, mit in der Winkelgasse. Also in der Muggelwelt wäre jetzt SLK hier. Und da oben können wir wohl auch irgendwie hin. Oh, da sind sogar richtig gute Münzen. Das geht doch bestimmt irgendwie hiermit, oder? Warte mal, ich spring mal da drauf. Nice, das ist ein Trampolin. Och, lol. Habe ich das ja auch noch mitgenommen. Ja, das ist cool. Ah, oh, das ist richtig cool. Jetzt haben wir hier, glaube ich, auch 100% erreicht. Ja, noch nicht ganz. Hier muss ich nochmal kurz... Moment, Harry, ich will Harry sein. So, genau, hier müssen wir nochmal so gegen... Oh, oh, das gibt ja ordentlich Münzen. Hier können wir bestimmt auch nochmal gegen. Nee, können wir nicht. Soll ich nochmal... Ich weiß, Leute, ich schinde echt viel Zeit, aber ich möchte mich auch hier ein bisschen umschauen. Ich finde das echt unglaublich schön. Und hier können wir, glaube ich, nochmal was zaubern. Genau. Fallen die Flaschen natürlich erstmal runter. Da oben ist irgendwie ein Zauberer. Hä? Das raff ich jetzt gerade nicht. Sollen wir dem runterhelfen oder was? Ey, du da oben! Willst du... Ach so, nein, wir müssen mit Harry da drauf, logischerweise. Moment, Genau. Ah. Ja, hallo, wer bist du? Möchtest du hier runter? Okay. Wir haben Kopf freigeschaltet. Warum auch immer und was auch immer das bringen soll, ich weiß es nicht. Jetzt können wir hier wohl noch ein bisschen rumhüppen. The Daily Prophet. Wartet mal, ist hier der Bereich, wo man... Wo der Tagesprophet geschrieben wird? Ich glaube ja nicht. Ist das nicht eigentlich im Ministerium? Hier haben wir auf jeden Fall den Quidditch-Laden. Und noch ganz viele andere Sachen. Aber jetzt kommt, Leute, ich will keine Zeit schinden. Wir gehen jetzt mal hier in die Gringotts Bank und gucken uns mal da um. Nur sehr starke Charakter können schwere Ketten ziehen. Hm, Harry, hast du wohl nicht trainiert, ne? Dann musst du wohl Hagrid das Ganze machen lassen hier. Komm, Hagrid, dann zieh mal hier. So, J. So, und ab dafür. So, ich glaube, hier in Gringotts sollten eigentlich viele Münzen versteckt sein. Denke ich jetzt einfach mal so. Also sagt mir der logische Menschenverstand. Den ich nicht so wirklich habe, aber okay. So. Oh, okay, das bringt irgendwas, wenn man die ganzen Lampen anmacht. Ja, dann nehme ich das natürlich dankend mit. Eigentlich stellt sich ja nur die Frage, Leute, sollen wir das Spiel 100% versuchen? Das ist die Frage. Das macht bei Lego-Spielen eigentlich immer ziemlich Spaß, 100% zu erreichen. Also es ist eine coole Aufgabe. Oder wollen wir das wirklich einfach nur stumpf durchspielen? Ich bin persönlich der Meinung, dass ich schon gerne versuchen würde, 100% zu schaffen. Ich mache oben mal eine Umfrage. Oben auf dem i findet ihr hoffentlich, wenn ich es nicht vergessen habe, eine Umfrage, wo ihr dann gerne mal selber entscheiden könnt, soll ich 100% spielen oder soll ich einfach nur ganz normal das Spiel so durchspielen? Also ohne irgendwelche extra Geschichten, ohne irgendwelche Ziele. Einfach nur, dass man mal das Spiel gesehen hat und dass man sich hier ein bisschen in dieser Welt verlieren kann. Und was mich auch mal interessieren würde, gefallen euch die Lego-Spiele besser oder gefallen euch die Originalspiele von Warner Bros.? Also von EA waren die, glaube ich, ne? Also die, die ich davor gespielt habe. Gefallen euch die besser oder diese Lego-Spiele? Ich persönlich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass mir das eine besser gefällt als das andere. Ich weiß nicht.
Ich glaube, dafür muss ich einfach länger hier generell dieses Spiel, also die Lego-Spiele mal durchzocken, weil ich habe die echt noch nicht häufig gespielt. Hab sie immer nur angezockt, hab aber noch nie eins beendet, muss ich sagen. Das ist eine Schande, ich weiß. Aber ja, so ist es halt. Und ich glaube auch, dass die Lego-Spiele sehr, sehr gut sind. Also, ich habe sehr viel Gutes darüber gehört. Gab wenig Leute, die gesagt haben, nee, gefällt mir gar nicht. Und deswegen denke ich auch mal, dass diese Spiele schon auf jeden Fall eine deutliche Daseinsberechtigung haben. So, gibt es hier noch irgendwas zu erkunden? Na gut, wir können natürlich hier mit ein paar Schockzaubern romantieren. Eieiei, das gibt ja... Oh, das gibt viele Punkte. Wir machen hier natürlich alles von denen kaputt, aber mein Gott. Soll mich jemand aufhalten? Soll mich jemand aufhalten? Tut weh keiner. Ich bin schließlich Hagrid. Können wir hier noch irgendwas verzaubern? Wir haben gleich schon dieses Ziel oben erreicht mit den Münzen sammeln. Das geht ja echt zackig, wenn man sich ein bisschen dran hält. Was ist das denn hier? Nur Kobolde können diese Schlösser öffnen. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Ich bin ja kein Kobold. Hagrid, bist du ein Kobold? Ich weiß es nicht. Ich bin neu in der Schule hier. Beziehungsweise ich bin noch gar nicht in der Schule. Ich bin noch nicht mal ein Erstklässler. Ich habe keine Ahnung. So. Okay, das muss wahrscheinlich Hagrid machen. Denke ich jetzt einfach mal. Und so ist es auch. So. Und dann, denke ich mal, muss ich wieder mit Harry da drauf. So, das Übliche. So, und Hagrid zaubert mich dann wieder nach oben. Super, dankeschön. Hey, Hagrid, ein bisschen vorsichtiger, ja? Ich bin noch klein. Hui. Toll, diese Bücher kann man nicht mehr zusammen... Nee, kann man nicht. Okay. Ja, haben wir noch irgendwas hier zu tun? Was auch immer das da ist, ich weiß es nicht. Mit der Fackel können wir hier noch irgendwas machen, aber das gibt wahrscheinlich auch nur irgendwelche... Nee, was bringt denn das? Okay, hier ist ein Schloss. Ich gehe mal... Ja, gut. Ah, ja, da ist der Pfeil. Okay, ja, wir müssen natürlich unseren Schlüssel auch irgendwo abholen, logischerweise. Den kriegen wir ja nicht geschenkt, oder der liegt ja nicht einfach auf dem Boden rum. Das wäre schon ein Armutszeugnis für Gringotts. Gut, aber sonst gibt's hier nichts. Ja, dann Harry, sei mal ein bisschen selbstbewusster und geh mal selber zum Kobold. Trau dich, du schaffst das. Nein, du sollst es selber machen. Hi, Kobold, wie geht's dir? Hallo, beachte mich. Beachte mich. Ein Harry Potter Schlüsselanhänger. Wie geil. Was ist das denn? Ja, das glaube ich echt, ey. Das ist so lustig gemacht einfach. Das ist so lustig gemacht, Leute. Wie kommt man auf so eine Idee? Also das ist das Coole an diesen Lego-Spielen. Die sind einfach von Natur aus lustig. Da muss man eigentlich nicht viel machen als Let's Player. Die sind einfach lustig. Und das freut mich sehr. So. Leute, die erste Folge geht, denke ich mal, lang genug. Mich würde es freuen, wenn ihr mal eine Bewertung abgeben könntet und mir mal in die Kommentare schreibt, wie ihr das aktuelle Let's Play findet, ob das ein cooles neues Projekt ist, ob ich 100% schaffen soll und mal die Frage, findet ihr dieses Let's Play hier von den Lego-Spielen besser als die ich davor gemacht habe? Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part. Macht es gut und bis dann. Ciao, Leute!